ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein super leckeres Gebäckrezept für euch. Das ist eigentlich so eine Mischung zwischen Pide und Börek. Ich kann es gar nicht beschreiben, das ist aber richtig super lecker geworden. Ich habe es gefüllt mit Porree und ein bisschen Käse. Ihr könnt natürlich die Füllung beliebig ändern und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich gebe erstmal 300 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch, 1 Esslöffel Zucker, ein Päckchen Trockenhefe in eine Rührschüssel hinein, vermische das Ganze und lasse die Hefe ungefähr 10 Minuten gehen. Anschließend habe ich 50 ml Öl, 1 Esslöffel Salz hineingegeben und gebe nach und nach Mehl hinein und bereite den Teig vor. Ich mache das alles nach Gefühl. Für euch habe ich das aber abgemessen. Es waren ganz genau 900 Gramm Mehl. Es kann sich aber je nach Mehlsorte unterscheiden. Ihr könnt so zwischen 850 bis 900 Gramm Mehl nehmen. Den Teig habe ich sehr schön geknetet. Ich stecke den einmal ab und lasse es an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen. Mein Teig ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Den habe ich noch einmal auf meiner Arbeitsplatte geknetet und aus dem Teig richtig große Bällchen vorbereitet. Meine Bällchen waren so groß wie eine Apfelsine. Ich nehme heute Porree-Füllung. Das ist wirklich super einfach zum Vorbereiten. Ich habe Porree einfach klein geschnitten, in Öl angebraten, ein bisschen Salz, bisschen Chili-Pulver, bisschen Pfeffer hineingegeben und die Füllung auskühlen lassen. Jetzt gebe ich ein bisschen geriebene Käse, bisschen Schafskäse hinein und vermische das alles. Das könnt ihr selber natürlich auch variieren. Ihr könnt natürlich Käse auslassen, dann ist das vegan. Ich drücke jetzt die einzelnen Bällchen mit den Händen an. Ihr braucht nicht mal einen Nudelholz dafür und gebe in die Mitte die Füllung. Und ich schließe das wieder zu, also ich forme das wieder zu einer Kugel. So habe ich dann alles schon mal vorbereitet und beiseite gelegt. Nicht vergessen, den mit einem Küchentuch abzudecken, damit sie euch nicht austrocknen. Ihr könnt die entweder in eine Pfanne auf dem Herd backen oder im Ofen. Ich backe die heute im Ofen. Ich habe so runde Blechtäpsel, nennt man das. Ich habe mein Täpsel mit Backpapier ausgelegt und gebe den Teig hinein und drücke das einfach mit den Händen an, sodass das fast so groß ist wie mein Blech. Ich habe dann einfach ein Glas genommen und in die Mitte eingedrückt und mein Pide einfach ein bisschen geformt. Ihr könnt das auch ganz normal so rund lassen und backen, das ist euch überlassen. Dann habe ich mein Gebäck mit Eigelb bestrichen, mit Schwarzkümmel und Sesam bestreut und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad gebacken. Ich habe sie dann immer nach und nach gebacken, also ein Pide braucht so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Ein Pide ist jetzt schon mal raus aus dem Ofen und das zweite habe ich auch in den Ofen geschoben. Das geht wirklich relativ schnell. Ihr könnt die aber auch in einer Pfanne backen oder mischen. Einige in der Pfanne und einige im Ofen. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.